Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Long Dark. Gerade eben frischen Wolf erschossen und Fleisch bekommen, weil er mir so schön in die Flinte gelaufen ist. Und den Bogen lasse ich hier, habe ich gesagt, den ich gefunden habe. Denn mit dem Gewehr komme ich anscheinend viel besser zusammen. Klar. Ach, ich werde keine Munition herstellen, das glaube ich kaum. Zur Not muss ich mir den Bogen hier noch holen gehen. Wenn es dann nicht anders geht. So, und ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Da würde ich mir erstmal das Hundefutter reinkloppen. Das gute Fleisch vom Wolf will ich mir noch ein bisschen aufheben. Und hoffentlich keine Lebensmittelvergiftung bekommen gerade. Ging noch gut. So, dann werden wir doch direkt noch was hinterher trinken. Und dann muss ich auch wieder was... ein bisschen Wasser noch nachkochen. Ich würde sagen, einmal noch... oder? Einmal Wasser kochen? Ja, das geht. Das passt noch vom Gewicht. Und dann muss ich mir ein paar Dosen... eine Dose muss ich auf jeden Fall loswerden. Gucken wir mal. Welche Dosen? Zwei hätte ich gesagt, nehme ich mit. Weil das doch ganz gut ist manchmal, wenn man doch eine mehr hat. Wenn man, solange ich keinen Topf habe. Okay. So passt das. So können wir doch direkt gleich weitergehen. So, ich nehme an, hier gibt es für mich nichts zu holen. Ich muss jetzt wieder zurück. Wie sieht es eigentlich mit der Leuchtpistole aus? Muss ich die erst aufladen? Tatsache. Okay. Das heißt, wenn mir jetzt was begegnet, kann ich das auch mal mit der Leuchtpistole ausprobieren. Aber das verscheucht halt nur. Das grillt mir den Wolf nicht direkt. Wie das jetzt bei The Forest gewesen wäre. Gut, da gibt es aber auch keine Wölfe. Ich nehme hier an, hier vorne ist nichts zu holen. Nee. Muss also wieder hier hoch. Hoffentlich ohne mir einen Knöchel zu verstauchen. Mackenzie. Ja, wollte doch sagen. Ja, was würde man denn tun, wenn hier kein Baumstamm wäre? Oder der wegbricht? Dann kommt man hier nicht mehr weg. Ich nehme jetzt doch mal wieder noch ein paar Hagebutten mit. Das ist mir ein bisschen, das finde ich ein bisschen seltsam, dass so viele davon hier sind. Vielleicht ist das irgendwie ein Hinweis. Das, was da kommt. Viele Hasen hier. Okay, da vorne die Hütte, da hätte ich eigentlich nochmal reingucken können, ob da was ist. Wir müssen uns jetzt aber rechts halten, beziehungsweise wir müssen schräg da in die Richtung und kommen dann über eine Brücke darüber. Das ist ja von da, wo wir gekommen sind. Wieder irgendwas gedacht, dass das eine Kasten ist oder so. So, jetzt muss ich aber hier dann auch mal reingucken. Wärterunterkünfte. Lässt er mich in Ruhe? Nee, ne? Kann ich das denn auch annehmen? Nein, verdammt! Brecheisen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen soll. Jetzt habe ich es auch mit diesen Wölfen zu tun, wo ich mehrmals zu tun habe.
Fuck. Hat er nicht nachgeladen. Muss jedes Mal erst wieder manuell nachladen. Warum muss man die immer mehrmals verscheuchen? Das verstehe ich nicht. Genau, hol dir doch einfach den Hasen. Das reicht dem nicht. Ach, jetzt bin ich wieder völlig falsch gelaufen. Vor Schreck. Toll, meine ganzen Leuchtpatronen weg. Hat er den Hasen trotzdem noch erlegt zwischendurch? Schnell weg hier. So, und von hier aus immer noch geradeaus. Nicht da lang. Ich glaube, da geht es nicht unbedingt weiter. Dann gehe ich geradeaus. Da hat er sich einfach so nebenbei den Hasen gesnackt. Und es hat mich dann weiterverfolgt. Verrückt. Was sind das für Wölfe? Was haben die gegen mich? Okay, zwei Wege. Ich glaube, der rechts führt jetzt da lang, wo ich hätte auch lang gehen können, genau. Mine. Da wollen wir hin. Genau, und dann komme ich jetzt gleich über die Brücke drüber. Ich frage mich, ob die Entscheidung, die ich treffen soll, was Molly angesprochen hat, ob das schon bedeutet, mich zu fragen, ob ich überhaupt dem Wärter helfe, weil ich dann wahrscheinlich als nächstes den Gefangenen helfen muss. Oder ob ich den einfach sterben lasse. Obwohl ich fast glaube, dass das mir die Quest nicht erlaubt. Wolfhäusling habe ich schon. Achso, wie geht's mir eigentlich? Oh, ich habe Blutverlust. Warum sagt mir das keiner? Blutverlust, da können wir doch was machen. Hat jetzt ein bisschen Energie verloren. Könnte ich ja eigentlich direkt vielleicht einen von den Tees? Stärktes. Ne, da brauche ich einen Bartflechtentee, ne? Und da habe ich noch keinen hergestellt. Gut, dann würde ich den erstmal lassen. Wir müssen hier echt drumherum, ne? Climbing Area? Looks like someone's been here recently. Okay. This'll come in handy. Muss ich jetzt hier lang? Das ist bestimmt ein Fehler, hier lang zu gehen. Warte mal, ich kann der Blutspur folgen. Aber ich muss trotzdem, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen aufwärmen. Ach, das ist der Hirsch wahrscheinlich, die Blutspur, oder? Ist das hier Windstill? Nein? Komm schon. Hat der sich, also wenn es nicht die vom Hirsch ist, dann hat er sich auf jeden Fall was geschossen, wie es aussieht. Ja, ich suche ja schon nach einer Stelle für ein Feuer. Ach nee. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr nervt mich. Ich habe dafür eigentlich echt keine Zeit. Ist da eine Hütte? Das kommt mir so bekannt vor hier. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit der Hütte, wo ich mit Molly gewesen bin.
Oder auch mit mir kennst, hier am Anfang. Kuckbauernhof. Was ist der? Ist hier irgendwas zum Anzünden? Oder muss ich hier selber was anzünden? Ist der jetzt weg? Ich habe keinen Brennstoff. Nein! Schnell die Kohle! Schnell! Oh, Gott sei Dank. Puh. Noch ein Gewehr. Let's hope I never have to use this on anyone. Ja gut, wir haben eins. Hätten wir uns also für das andere nicht entschieden, hätten wir das nicht. Wir das nehmen können. Genauso über die Tonne hätten nehmen können. Wenn man sie im Eifer des Gefechts denn gesehen hätte. Oh, eine neue Patrone. Stoff lasse ich hier. Patrone nehme ich mit. Schießkugel, wie viel haben wir davon eigentlich noch? Haben wir davon überhaupt noch was? 100 Gramm. Stackt sich das? Bestimmt nicht, ne? Na gut, dann würde ich das hier lassen. Ich müsste mal wieder ein bisschen pennen. Hier liegt sogar noch ein Bett. Das könnte ich gleich nutzen. Geheimnisvolle Notiz mit Position einiger Geheimverstecke. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr immer noch einen langen Weg vor euch. Aber Rettung naht. Haltet unterwegs nach diesen Vorräten Ausschau. Mehr bekommt ihr nicht von mir. Ich würde euch ja Glück wünschen, aber das ist hier Mangelware. Eine handgezeichnete Karte mit Vorratsposition. I could use this. Nehmen wir die doch mit. So. Wir müssen. Zeittechnisch haben wir eigentlich gerade. Ja, wozu der Nacht immer schlafen? Ich guck mal kurz auf der Karte, wo das jetzt ist, was wir gefunden haben. Oh, das sind mehrere Sachen. Hier wäre schon mal was. Was wir unterwegs plündern können. Das sind einige. Mache ich das jetzt? Ich muss ein bisschen schlafen. Aber ziehe ich jetzt durch? Nee, das bringt nichts. Ich muss erstmal was essen. Was muss denn hier dringendst weg? Das Fleisch vielleicht? So, wie lange kriege ich das Feuer jetzt noch? 3 Stunden ist mir zu wenig. Wenigstens so 5-6 Stunden vielleicht schlafen. So, wie lange dauert das? 8 Minuten? Das geht eigentlich. So, sind wir schon bei 5 Stunden. Ich lege das Gewehr rein. Nur ich würde sagen, dann legen wir uns mal ganz schnell schlafen hier. Ja, es hat nicht ganz gereicht. Aber wir haben es noch ein bisschen Restfeuer. Ich habe sonst echt nichts zum Nachlegen. Oh Gott, und das Wetter sieht auch gerade nicht so gemütlich aus. Wenn er mich fragt, kann ich nicht da hoch irgendwie? Nee, es nützt nichts. Ich würde sagen, ich esse hier noch kurz was. Reicht das für die Pfirsiche noch? Ich glaube fast nicht, oder brauche ich gar nicht erst probieren. Ach doch, das reicht noch. Gut. Dann nix viel los, würde ich mal sagen. Und zwar
Wir müssen eigentlich da wieder runter, ne? Wo wir hergekommen sind. Die Wölfe haben mich jetzt komplett weggetrieben. Es ist verfickt kalt. So, links oder rechts? Rechts. War das nicht mit dem Reh hier? Nee, das war woanders. Doch, das war hier. Und dann kommen die doch gleich wieder, die Wölfe. Ach, ist das zum Kotzen. Ich glaube, dann probier's mal mit so einem Krachmacher. Au. Okay. Hat geholfen, ja. Ich habe noch einen von den Dingern, Gott sei Dank. Das hat die mal so richtig vertrieben. Tja, so ist das mit den Böllern. Das ist für Hunde gar nicht schön. Habe ich jetzt letztens erst wieder eine Story gelesen, dass es so eine Arschlöcher gibt, die zu Silvester, ja nicht mal zu Silvester, das ist ja schon vor Silvester und allgemein Böller hinwerfen, wenn Hunde dann in der Nähe sind und ja, sich daran das noch toll finden, wenn die Hunde da so Schrecken kriegen und sich halb einpinkeln, weil die richtig Schiss haben. Wenn das so knallt die ganze Zeit. Da geht ein Seil hoch. Was soll ich eigentlich machen hier? Gefängnis-LKW suchen. Da ist eine Höhle. Was war das? Okay, ich kann hier hoch, aber ich will erstmal in die Höhle. Oh nein. War das der einzige Stein? Erstmal gemütlich hier Bratflechte sammeln. Komisch, dass sie sich vertreiben lassen bei sowas. Hope I can still eat this. Ah, Medikamente der Krankenstation Schwarzfels. Fiolen mit Morphium injizierbaren Antibiotika. Auf dem Etikett steht nur für Notfälle. Sehr gut. Das heißt, wir können zurückkehren und ihm das bringen. Wenn wir es denn müssen, ne? Aber wir müssen das mit Sicherheit. Kehre nach Schwarzfeld zurück. Das ist ein Hauptziel. Das heißt, den weiten, weiten Weg wieder zurück. Ich kann ja leider nicht... Da kann ich hier oben lang gehen. Das ist alles... Das ist ein Riesengebiet hier noch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall den Weg zurückgehen muss, den ich gekommen bin. Also hier oben lang. Und dann hier hoch. Ich würde sagen, wir sind eigentlich noch gerade ganz gut versorgt. Deswegen würde ich gleich weitergehen. Auch wenn es leider halt schon echt dunkel ist. Und obwohl es Wind... Oder warte mal, wo führt mich das hier hin? Das wäre eine super Abkürzung. Bitte stürz mir hier nicht ab, Mackenzie. Ob ich die Abkürzung auch von der anderen Seite aus nehmen kann? Hey, was bringt mir das hier oben? Gott, ich sehe echt nicht viel und es ist doch ziemlich kalt.
ist bestimmt ein Fehler gewesen, hier lang zu gehen. Einfach überall Wölfe. Na gut, die haben sich gut vermehrt, ne? Hat wahrscheinlich kaum einer, wie sagt man so schön, den Bestand kontrolliert. Und die haben sich hier schön vermehrt. Ich komme hier auch runter wieder. Warum konnte ich denn dann überhaupt da hochgehen? Oh, das ist ein kleines Hütchen. Vorarbeiterlichtung. Die kommt doch gerade wie gerufen. Ich hoffe, ich komme da rein. Perfekt. Erstmal Licht machen. Sieht genauso aus wie die eine Hütte, wo wir auch schon mal waren. Okay, Archivbericht. Schwarzfeld, eine mündlich überlieferte Geschichte, Band D. Ich gehörte der ersten Wächtergruppe an, die sie hierher gebracht haben. Und es war mein erster Job überhaupt. Eigentlich war ich noch ein Kind, grün hinter den Ohren wie die Bäume auf dieser eiskalten Insel, aber war so beabsichtigt, schätze ich. Dieser Ort hat die Wachen genauso geprägt wie die Männer, die sie hier eingesperrt haben. Einige von uns haben sich selbst eingesperrt gefühlt, genau wie die Insassen. Nach ein paar Jahren habe ich getan, was man von mir erwartet, ihnen die Hände geschüttelt und bin gegangen. Seitdem war ich nie wieder in Schwarzfels. Kann man gut nachvollziehen. Wenn man hier in der Einöde draußen ist, dann fühlt sich das bestimmt wie eingesperrt sein an. Oder liegt eine Pistole? Gerade noch so, das Fleisch kann ich mir gleich mal reinhauen. Und wieder was zu trinken dazu, vielleicht die Limo. Sehr gut. Ist doch bald der Bonus kommen. Ich bleib bei meinem Gewehr. Das finde ich schöner, besser, toller. Schießpulver. Was ist das für eine komische... Ist das ein Kabel, ein Seil? Bartflechtenverband. Das kann ich mir gleich mal machen. Naja. Oder verliere ich meine Fackel jetzt? Mist. Könnte ich sonst noch was herstellen? Pfeilschaft. Wofür? Habe ich irgendwas eingesammelt dafür? Weil im Prinzip, Pfeile werde ich hier nicht benutzen. Höchstwahrscheinlich. Kondensmilch. Hope I can still eat this. Sieht nicht mehr so gut aus. Komm, lass die mal hier. Hundefutter. Kann man noch essen, glaube ich. Das ist noch gerade so in Ordnung. So, ich glaube, sonst habe ich hier alles. Gut, ich würde mich hier noch pennen legen. Ich müsste eigentlich ja 10 Stunden schlafen, damit es reicht, ne? Ich mach das mal einfach, komm. Aber bitte kein Sturm, ja? So, Durst und Hunger. Müsli-Riegel. Und Wasser. Was wolltest du sagen? So. Es ist jetzt nicht schon wieder Tag. Müsste eigentlich gleich die Sonne aufgehen. Müsste eigentlich gleich. Wir können auch eine Kleinigkeit essen vielleicht. Ist das Hundefutter oder... Oder das hier können wir mal wegessen. So, jetzt speichern und dann gehe ich wieder weiter. Wenn ich die Tür gefunden habe. Ah doch, jetzt wird's heller, jetzt sieht man ein bisschen was. Hier ist die Tür. Ah, ich glaube, es ist Sturm draußen, ne? Naja, leider. Und ich sehe ja nicht genau, wo ich bin. Ich will mal springen drücken und dann öffne ich dieses Menü. Ich muss
eigentlich genau in die Richtung, wo ich gucke. Das passt. Irgendwie dachte ich gerade, eine erhöhte Position wäre für Wölfe ganz nützlich. Aber dann komme ich halt auch nicht irgendwo hin. Die haben auch inzwischen einen echt großen Radius, ne? Wo die uns sehen. Mir reicht's langsam mit euch, wisst ihr das? Mist, hier komme ich nicht hoch, oder? Falscher Weg. Ich laufe natürlich dem Wolf hinterher. Looks like a new day is dawning. Ich will dem Wolf gar nicht hinterherlaufen, aber irgendwie passiert das gerade automatisch. Oh, man kann ihn ja damit doch erlegen. Ich bin voll in die Birne reingerammt. Sorry. Oh nein, der wird verfolgt doch zu neuen Wolf. Dann läuft er mir vorbei. Das Problem ist, die beruhigen sich halt wieder und dann greifen sie direkt wieder an. Ist ja gut. Hat sich mit der Waffe jetzt erledigt. Das heißt, als nächstes muss das Gewehr wieder herhalten. Okay, jetzt eigentlich wieder rechts hoch. Muss mich gar nicht hier aufhalten. Ich glaube, da waren Wölfe. Bitte nicht wehtun. Oh, hier war schon mal ein Feuer von mir. Ich glaube, das nutze ich mal kurz. Einfach nur kurz ein bisschen warm machen. That did it. Wo mir schon das Holz ausgeht, ne, zum Nachlegen. Okay, jetzt ist es schön hell. Perfekt zum Weitermachen. Oh Gott! Puh. Oh, da haben wir unseren Bonus. Genau auf den habe ich spekuliert, dass ich den haben wollte. Können wir mehr tragen. Links halten. Hallo Häschen. Da war doch auch ein Wolf. So viele Krähen hier. Wo kommen die her? Warte mal, die... Da. Da ist irgendwas Totes. Eine Leiche? Interessiert mich jetzt nicht. Ich habe andere Sorgen. Man muss freiwillig da wieder zurückkehren. Na gut, wir wollen halt dem Wärter helfen, ne? Der danach wahrscheinlich eh umgebracht wird. Wie kommen wir aus dieser Lage wieder raus? Wie können wir Mattis ein Schnüppchen schlagen? War das die richtige Tür? Oh Gott sei Dank.
hatte ein bisschen die Befürchtung, dass ich hier irgendwie gar nicht weiterkam. Ich glaube, warm machen muss ich mich hier nicht groß, aber ich würde gerne Zedernholz ein- oder zweimal sogar mitnehmen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Durch den Bonus. Ja, aber ich würde sagen, für heute war es das dann mal wieder. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so fleißig zuschaut und wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Macht's gut, Leute. Habt einen schönen Tag, habt eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis dann. Tschüss.